Hallo und herzlich willkommen. Wieder mal ein Spielchen. Diesmal sind wir beim Buchstaben S und ich habe festgestellt, in meiner Bibliothek gibt es unglaublich viele Spiele, die mit S beginnen. Ich habe einfach mal eins rausgepickt. Nach dem Steckbrief gibt es mehr. So, Sacred Citadel ist das Spiel, was ich mir für heute ausgeguckt habe. Ich habe es mir gekauft, weil ich auf den Namen Sacred angesprungen bin. Vielleicht kennt noch jemand dieses ganz hervorragende, ganz fantastische, phänomenale Sacred damals von Ascaron Software, was ein Diablo-Klon war, aber mit einer Open World damals. Das war super. Man konnte Pferde kaufen, man konnte mit den Pferden durch diese Landschaften reiten. Das war einfach fantastisch. Das war der Grund, warum ich mir Sacred Citadel zugelegt habe. Es ist, glaube ich, aber auch nur nach dem Namen nach, hat es noch was zu tun mit dem Original Sacred. Deswegen gucken wir uns das einfach mal an. Es hat auf jeden Fall eine komplette Kontrollunterstützung. Das ist, ihr kennt mich, schon eine schöne Geschichte. Es hat einen lokalen Multiplayer bzw. lokalen Co-op. Man kann es auch online spielen. Wir schauen mal rein. Lokales Spiel. Hier kann man offensichtlich sich einen Charakter aussuchen. Was haben wir? Krieger, Jäger, Magierin, Schamane. Wir machen es mal mit der groben Keule. Also man sieht, offensichtlich können noch zwei weitere Spieler dazukommen. Und wir legen mal los. Kapitel 1 haben wir. Wir wählen das Kapitel 1. Weltbury, die Mine ist noch gesperrt. Ich muss also verschiedene Dinge freispielen. Ich kann die Stadt betreten. Mal schauen, was da auf mich zukommt. Wer bin ich denn da oben? Der Typ mit zwei Schwertern. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Jetzt kann ich hier so rumlaufen und kann wahrscheinlich mit den Leuten... Kristalle sind das. Mit den Leuten ein bisschen quatschen. Full HD hat es übrigens nicht. Das Maximum, was mir angeboten wurde, waren 1600 x 900. Stört uns aber nicht, ne? Gut, okay. Ja, das ist ja alles mal so ein bisschen nebensächlich. Wir ziehen jetzt einfach mal, denke ich mal, in eine Schlacht, oder? So, Level spielen. Ich habe 0 Punkte, ganz frisch. Es war eine Zeit des Aufruhrs. Das Ashen-Imperium hatte sich erhoben und sein Einfluss breitete sich aus. Fand ich wahrscheinlich doof. Die königliche Familie plante die Zerstörung der Zitadelle, wo die Seraphim ihre Waffen gegen ein Leben für den Glauben eingetauscht hatten. In finsteren Laboratorien erschufen die niederträchtigen Ashen einen Befehlshaber aus ihren eigenen Reihen, den Gatebreaker, dessen einziges Ziel darin bestand, die Klostertore zu zerstören und ihre Armeen zum Sieg zu führen. Klare Lebensaufgabe. Die Zitadelle war durch eine starke Befestigung geschützt und der Gatebreaker brauchte mehr Macht, um sie zu zerstören. So suchte er nach zwei Relikten der Macht. Artefakte mit unendlichen magischen Kräften. Er wandte sich an die Grimmock, grässliche Wesen, die denselben Laboratorium. Gut, ich glaube, wir haben das Konzept verstanden. Und steigen mal ins Spiel ein. Intro war jetzt so okay. Also, ich will jetzt nicht meckern. Also, momentan gibt es das Spiel für ein Sale für 2,50 Euro. Habe ich schon mal gesehen. Garantiert, Söldner. Und die Zeichnungen sind ganz nett. Es muss bei. Die Stadt wird angegriffen. Zu den Hügeln. Lauft um euer Leben. Dann gibt's offensichtlich jetzt Trösche. Oh, da. Gut, mit A springe ich, mit X greife ich an. Ah, wisst ihr, woran mich das erinnert? Was ist das? Ah, zweiter Griff, okay. Vielleicht kennt einer von euch noch das Spiel Golden Axe.
Das ist nochmal ein bisschen bekannt geworden als... Wo kommt es denn eigentlich hier? Der Entwickler auf jeden Fall so einen angefangenen Remaster mal veröffentlicht hatte, der dann eingestampft wurde. Und... Kraftpunkt benutzen. Und ich kenne Golden Axe noch aus... Ach, meine Güte, aus den Anfangszeiten... Boah, war das vielleicht sogar noch C64? Oder war es ganz am Anfang vom PC? Ja, ich glaube schon PC. Ausige Grafik, so VGA, 640x480 Pixel immerhin. Wir hatten ja sonst nicht so viel. Davor waren es, glaube ich, 320x240. Und das war so ein bisschen nach dem ähnlichen Prinzip. Ich hatte also einen... wo kommt die denn her? Ich hatte also einen Charakter und bin dann so von links nach rechts durch verschiedene Bildschirme gelaufen. Was ist das? Ein Hammer? Hammer ist gut. Kann ich mit dem Hammer was machen? X aufnehmen. Schaden 8, 5. Hä? Hatte ich schon? Ach, ich hatte schon einen Hammer. Ah. Ja, okay, da ergibt Sinn. Wie gesagt, gleiches Spielprinzip. Man läuft von links nach rechts und prügelt sich dann durch verschiedene Bildschirme. Ja, wie in meiner Kindheit, genau. Das ist deutsch, ne? Komplett? Schön. Oh, das war jetzt anscheinend eine gute Sache. X und Y. Ah, der lebt noch. Oder die leben noch? Oder sind die gerade vorbeigekommen? Ah, das war zurückstoßen. Ich verstehe das Konzept. So, Münzen einsammeln ist halt auch immer gut. Das sieht ein bisschen witzig aus, wie wir springen. Oh, eine Eiche Auswahl. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Eine Ausweichrolle. Momentan ein bisschen noch eintönig, aber das Spiel soll sich auch ein bisschen entfalten. Und wir wollen ja langsam mit unseren Herausforderungen wachsen. Ah, jetzt werden die doch ein bisschen pfiffiger, die Gegner. Also nicht nur Schwertfutter. Jetzt kommen sie auch von allen Seiten angestürmt. Ja, da guckt der drauf. Wenn der am Boden liegt, kann ich auch drauf fahren. Das ist doch sehr gekämpft. So. Wäsche. Da kommen die Nesten. Immer feste drauf, so dass die Fetzen fliegen. Ich glaube, ich muss an diesen Mauszeiger ein bisschen wegschieben. Der ist ein bisschen komisch. Doppelsprung gibt es auch. Gut, dann kann ich wahrscheinlich hier oben drüber springen. So. Kann man Kisten kaputt hauen? Kann man? Hängt sogar was. Böse Buben? Sie haben aber keine Angst vor bösen Buben. Wir hauen den einfach mit dem Hammer vor die Glatze. Haben die Glatzen? Brüder im Geiste. Nein, die haben gar keine Glatzen. Oder? Also, falls ihr euch wundert, was hat er uns erzählt von dem ersten Teil von Sacred, ja? Also der war völlig anders, ne? Das war ein Diablo-like, der erste Teil, und auch der zweite, der super gut war. Das waren Diablo-like Teile und echt schade, dass dem Studio dann irgendwann das Geld ausgegangen ist und keiner diese Open World von Sacred wieder aufgenommen hat.
Wie gesagt, man konnte mit Pferden da durch die Gegend galoppieren. Es gab natürlich so eine gewisse Begrenzung, also durch die Stärke der Monster, die man in bestimmten Gebieten begegnet sind. Aber es gab eben nicht so... Bei Diablo 2 war es ja zum Teil auch immer so ein bisschen schlauchig, diese Level. Und das Gefühl hatte man dem Sacred nicht gehabt. Da ging es wirklich schön flüssig durchs Gemüse durch. Das hier würde ich jetzt eher so ein bisschen in die Kategorie Casual Game stecken. Es gab von Sacred auch einen dritten Teil, überflüssig zu erwähnen, dass ich den natürlich auch habe. Von dem war ich aber enttäuscht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich merke schon, wir werden mal irgendwann Sacred drauf und runter spielen. So, jetzt hier wieder irgendwas passiert. Die Jungs brennen, das ist schon mal gut. Wow, da flogen aber jetzt wirklich die Fetzen. Da liegt doch irgendwie eine Schweinshaxe, die will ich. Fein. Was ist jetzt los? Was macht die jetzt? Die haut mir meinen Blitz ans Über. Ach du Bitch, warte ab. Warum laufen sie jetzt alle weg? Liege ich so furchterregend auf dem Boden? Irgendwas war auch noch mit nach links und Y. Naja, wurscht. Weiter geht's. Laufe ich mal ins nächste Bild. Regulär kostet es, glaube ich, ein Zehner. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es auch im Sale gekauft. Ah, hier, Charakterentwicklung. Ich bin stumpfer Krieger. Dann machen wir Angriff und Kraft. So, die Mine habe ich freigespielt. Dann mal Attacke. Du kannst jederzeit zu einer Waffe wechseln. Spiel in der Stadt, okay. Was sind denn das hier für Kollegen? Zutritt zur Mine verboten. Schnappt sie euch! Wie schnappt sie euch? Ich bin ja wohl ein Kerl, das sieht man ja wohl. Na ja, gut, wenn man den ganzen Tag unter Tage arbeitet, vielleicht ist er einfach blind ein bisschen. Nichts gegen unsere Freunde, die Bergarbeiter. So. Ist jetzt auch so nichts anderes, wie ich es eben gemacht habe. Ich glaube hier auf X und ab und zu mal auf Y. Und dann gibt es einen groben Hammer. Irgendwie Wuttrank, hat er jetzt gesagt. So, jetzt habe ich hier einen Wuttrank. Der bringt anscheinend auch irgendwelche Buffs. War ich jetzt schneller oder so? Ich dampfe blau. Wo bin ich jetzt? Ich muss hier weiter runterlaufen. Gut. Seid ihr böse oder seid ihr ganz okay eigentlich? Ist ja böse. Huch. Was war das? Da ist ja einer explodiert. Bin ich explodiert? Hat der auf mich geschmissen oder irgendwas, was explodiert? Fragen über Fragen. Jetzt muss man auch fairerweise sagen, hier so ein Spiel als Sacred rauszubringen, das tut schon ein bisschen weh. Ich meine, es ist ein schönes Spiel irgendwie, es macht auch Spaß, hier das Gekloppe. Aber es hat so überhaupt nichts mit Sacred zu tun. Wir müssen Sacred mal spielen. Das hatte ich vor einiger Zeit auch nochmal installiert, da gab es auch ein paar Mods, da konnte man auch Full HD und solche Scherze einstellen.
Controller geht natürlich nicht bei Sacred, aber ist auch okay, ist ja ein Diablo-like, da spielen wir mit Maus und Tastatur. Abgesehen davon gibt es ja ganz hervorragende Tools, wie Rewast, oder wie man es aussprechen mag, wo man seinen Controller mit beliebigen Tastatur- und Mauskommandos bestücken kann und kann so jedes Spiel dazu überreden, mit dem Controller zu funktionieren. Würde natürlich auch über Steam laufen. Da gibt es ja auch die Möglichkeit. Was wird mir die Ausweichwolle? Wahrscheinlich, weil die Typen irgendwelche Sachen werfen. Ah, vielleicht deswegen die Ausweichwolle. Also es wird jetzt ein wenig komplexer, weil die irgendwelche Loren durch die Gegend eiern. Die Loren treffen also auch wie die Jungs, das ist ungefähr. Ich habe vergessen, wie man nimmt, aber wahrscheinlich muss ich hier erst die Gegner klein kloppen. Nein, du schießt nicht auf mich. Doch. Ich sehe die gar nicht, diese Loren. Die kommen einfach immer. Sprich wieder für mein phänomenales Reaktionsvermögen. Kann ich jetzt dieses Ding hier mal... Das sieht doch gut aus, das will ich haben. Oder muss ich die Gegner hier erst fertig machen? So. Zack. Voll auf die 12 und gleich nochmal. Da steht tatsächlich nochmal auf. So, jetzt haben wir ihn aber. Jetzt kann ich doch gewiss hier... Gibt mir Schaden, dann nehme ich es mir. Ach, schaut an hier. Jetzt habe ich eine Keule statt ein Schwert. Das ist doch fein. Kann man direkt mal unsere Keule ausprobieren. Das ist immer noch ein Hammer. Ah, es wird mir unten angezeigt mit einem gelben Ausrufezeichen, wenn hier diese Lore anrattert. Ja, auch doof, die stehen da oben und hauen einfach in die Luft. So langsam erkennt man ja das Konzept, jetzt kommt die gleich wieder oben lang geeiert. Jetzt kann ich der Trick einfach so lange stehen bleiben, dann gehe ich schnell weg. Hast du davon? Oh, ein Hähnchen. Beides Hähnchen. Bin ich, da bin ich. Oh, ich bin noch gesprungen. Wieso hat die mich denn erwischt? Oh, der lebt ja noch. War nicht mehr lange. So, habe ich ihn. Oh, Gold. Dann gehen wir doch gleich mal so Richtung Miet und gucken mal, was der so im Angebot hat. Oh, jetzt kommt aber hier ein Haufen Hauptzeug daher. Hat der mich hier über die Schulter geschmissen oder was macht er mit mir? Dieses Weghauen ist schon lustig. Bin aufgestiegen. Huch, wo kam der jetzt her? Die war nicht richtig platt, ne? So, jetzt sind sie richtig platt. Okay. Hier kommt es auf Timing an, was ich absolut für nicht beherrsche. Nein! Oh, jetzt aber. Oh, hier sind die grünen Jungs wieder. Kommen zur Verstärkung. Jetzt müsste ich den doch eigentlich mit meinem Hammer hier auch runterknallen können. Ja, dummerweise können die mich auch runterknallen. Ich will hier rüber, ich will hier rüber.
Ups. Der ist jetzt aber da in der Luft hängen geblieben, ne? Der, ich bleib ja nicht in der Luft hängen. Ich fall da einfach runter. Oh. Großes, böses Monster. Das sind aber jetzt viele. Das ist ein schönes Haustier von dir. Das mögen die. Oh, ich kann blocken. Man lernt nicht aus hier. Freie Höhlenbestie. Bosskampf. Aber ich habe ja auch hier einen Halter. Jawohl. Wenn ich sie so ein bisschen absprechen, die Jungs, ist das schon doof, ne? Wenn die so ein bisschen abwechseln. Weil hier gibt es ja Äpfel, grünes Obst. So, das Monster habe ich jetzt noch nicht so wirklich richtig getroffen. Ich bin gerade auch ein bisschen am Versagen, muss ich dummerweise feststellen. Oh, der ist sogar böse. Oh. So, jetzt muss ich aber aufpassen, jetzt habe ich keinen Halt mehr. Oh, das macht mich alle hier. Das macht mich alle. Das böse Monster macht mich alle. Da ist ein schönes Schwert, das hätte ich gerne. Oh, wie hätte ich das Schwert so gerne. Aber ich muss erstmal offensichtlich das Monster hier alle machen. Jetzt kommt wenigstens keiner mehr von dem Typen hier. Oh, ups. Das Monster braucht auch keinen von den Typen, das schafft mich auch so. Jetzt springt, habe ich Angst, da laufe ich weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich clever ausgewichen bin oder ob ich einfach nur blöd war. Langsam ist es. Ui, da bin ich auf der anderen Seite. Ui, andere Seite. Und mit dem Hammer. Ui, andere Seite. Ui, andere Seite. Oh, das war doof. Ah, jetzt bin ich auch gleich erledigt hier. Aber kampflos gebe ich nicht auf. Kampflos gebe ich nicht auf. Das ist schon ganz schön hartnäckig, das Biest hier. Da eigentlich, oder was habe ich mit dem jetzt gemacht? Ah, so langsam kommt hier Flow auf. So viel zum Thema Flow. Oh nee, oder? Das lebt doch jetzt wieder komplett, das Biest. Ich habe keine Heiltränke. So ein Shit, ey. Okay, also nochmal Kampf gegen die Höhlenbestie. Am allerfeinsten. Wo war ich denn jetzt? Ihr hört mein schweres Atmen. Ah, anscheinend kann ich, wenn ich irgendwas mache, scheint da irgendwas zu passieren. Ich weiß aber nicht was. Was auch wieder eine sehr präzise Beschreibung war. Wenn ich irgendwas mache, passiert irgendwas. Das trifft bei 90% der Spieler zu. Vielleicht auch nur bei 80.
Und wie wir bei den Romans of the Three Kingdoms gelernt haben, passieren noch manchmal Sachen. Dann macht man was, sonst passiert was. Manchmal steht es nicht, was passiert. Ach, jetzt bin ich auch gleich schon wieder tot. Ich krieg das Schwert einfach nicht. Das bin ich nicht traurig. Oh, einmal geflatscht und ich bin erledigt. Oh, gut. Aber ich kann hier auch blocken, haben wir ja gelernt. Blockst du? Wieso konnte der mich treffen, obwohl ich geblockt habe? Wir blocken mal. Wieso habe ich die jetzt nicht weggehauen? Jetzt habe ich sie weggehauen. Gut, Monster blocken, wenn es springt. Weg, keinen Sinn. Gut, jetzt wird es schon ein bisschen. Jetzt ist hier schon Fingerfertigkeit gefragt. Das ist aber auch fies. Da sieht man dieses coole Schwert da irgendwie rumstehen und kann es nicht nehmen, weil man erstmal die Gegner hier wegputzen muss. So, wir versuchen das hier noch einmal mit Bonzo und dann versuche ich mal eine Meinung zu bilden. Kann man eigentlich abends mal so Schnitzel runter? Oh, neue Stufe. Schnell wegrollen. Die nimmt auch kaum Schaden, diese Bestie, ne? Das ist irgendwie, ist die... Oh, und hier kommt immer mehr von diesem Kopfzeug, ey. Boah, Leute, ich hab doch gehauen. Der flatscht mich jetzt gleich wieder einmal und dann bin ich erledigt. Oh, jetzt ist er aber doch. Aber habt ihr gesehen, er hat hier kaum einen Quatzer abgekriegt. Kaum einen Quatzer. Jetzt weicht der Sauhund auch noch aus. Oh, ja, das war's. Ja, gut, schön. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Oder? Was passt? Kombos? XXX. Wuchtschlag. XY. Zurückstoßen. XY. Rückwärtsschlag. Aufwärtshaken. Betäubungsschlag. Sprungangriff. Ah, XXXY. Warmangriff. X oder Y beim Sprinten? Todesserie. YY. Schmetterschlag. Dings und Y. Rundumschlag Y. Das ist aber ausgegraut. Ah, da muss ich aufleveln. Ja. Okay, einmal noch. Einmal noch was. Gucken wir aber mal Bonzo hier klein kriegen. Eins, zwei, drei. Putsch. Eins, zwei, drei. Putsch. Eins, zwei, drei. Thank you.
So, Bonzo is not amused. Mein Sprungschlag XXY. So, ups, ups, ups. Hab mich wieder erwischt. Oh, springt er jetzt wieder? Nein, er springt nicht. Oh, jetzt kommt hier echt immer mehr von den Typen. Ich habe es gerade eben mal den Überblick verloren, wo ich eigentlich war hier. Jetzt hat er mir aber keinen Schaden gemacht, weil ich in der Luft war. Dafür kommen die jetzt hier wieder und machen mächtig Schaden. Was ist, die lassen doch da Futter fallen. Wieso sammle ich das denn nicht auf? Oder ist das irgendwas anderes? Das war ja wieder dämlich, ey. Ich krieg den nicht klein. Das war's. Level verlassen. Gut, dann gehen wir mal in die Stadt. Und schauen mal, was es hier so gibt. Ich habe viele Glitzerdinge riskiert. Glitzerdinge. Das hier sieht doch nach einem aus. Was wird das jetzt? Geld habe ich ja, ne? Kaufen wir es mal. Da brauche ich Stufe 7, da brauche ich Stufe 7. Leben. Ah, es gibt auch Rüstung. Ah, oh, hätte ich das mal vorher gesehen. Ausrüstung wechseln. Ob man die Rüstung auch am Körper sieht. Hier gibt es irgendwie Tränke. Was war mit meiner Stimme? So, komme ich aus der Stadt raus? Ja. Na, dann probieren wir es noch. Ich will mal gucken, ob man die Rüstung am Körper sieht. Das müssen wir uns noch angucken. Blöd, dass man jetzt natürlich hier von vorne anfängt. Zutritt zur Mine verboten. Schnappt sie euch! Schnappt sie euch. Komm schon, auf! Hier mit dem großen Hammer gibt's einen. So, hast du davon? Ja, mit dem richtigen Kropfzeug kriegt man wahrscheinlich auch Bonzo klein. Aber es ist schon irgendwie zäh, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also ich hau die hier quer über den Bildschirm und die stehen immer wieder auf. Jetzt kann ich mir gleich hier Rüstung machen. Jetzt habe ich 300 Gold. Aber vorher eigentlich noch Bonzo noch mal ein bisschen. Oder? Oh, das war jetzt aber 5 Gold, oder? Wo ist denn das jetzt auf einmal alles hergekommen? Ist das Gold? 545 da oben. Nee, das ist was anderes. Das sind Punkte. Ich wollte gerade sagen, das sind Punkte. Aber ein bisschen einfach so viel Gold. Ohne was zu tun. So wirklich. Ohne hinzugucken.
Ach, die tun mich mit dieser Hacke tun, die mich da über die Schulter schmeißen. Habe ich einen Haltrank? Ja, habe ich. Ich weiß gar nicht, wo er hergekommen ist, aber irgendwo muss er hergekommen sein. Ach, jetzt kommt dieses Ding da mit dieser Lorbe, oder wie nennt man die Dinger? Wahrscheinlich, ne? Ey, wieso kommt das denn da oben? Doof, ich dachte, das kommt zuerst da unten. Aber gleich kommt es dann unten. Oh, hier kommen zwei Stück. Das war ja knifflig. Wo kommt sie? Wo bin ich? Kommen jetzt immer zwei, da kann man eben ja immer zwei. Oder doch? War ich so vertieft in diesen spannenden Kampf, dass ich diese Loren gar nicht wahrgenommen habe, die doppelt und dreifach kommen. Ich verliere echt manchmal auch ein bisschen den Überblick, wo ich bin und wer ich bin und überhaupt. Aber macht ja nichts. So, haben wir es. Wo kommen wir jetzt hin? Kam jetzt Bonzo? Nein, Bonzo kam nicht. Erst kam hier dieses Ding. Da kommen wir jetzt gleich wieder diese Lorbe-Dinger. Wo? Oh, von allen Seiten kam er. So, jetzt habe ich auch einen Wuttrank. Dann kann ich wieder laut dampfen. Wo? Das ist aber diesmal fies mit diesen Dingern, oder? Das ist eben schon. Da kam da immer nur eine. Aber solche Schaden machen die halt auch nicht. Das ist okay. So, Stufenaufstieg. Oh, was ist das denn? Ich habe da liegt eine Rüstung. Ja, wie geil ist das denn? So, jetzt kann ich doch bestimmt diese Rüstung hier aufsammeln. Offen. Oh, die sieht man aber nicht am Körper, oder? Ne, das sieht man nicht. Da ist die Enttäuschung aber groß. Oh. So, jetzt sind wir doch kurz vor Bonzo. Ist nett, dass da immer anzeigt, aus welcher Richtung die Jungs jetzt kommen. Ach nein, jetzt kommt dieses Ding. So, jetzt kommen die hier alle. Kommt ihr jetzt oder was? So, wir rollen jetzt mal nach da und... Hallo, wir rollen mal nach da und hauen die Jungs alle hier runter. Das hat Spaß gemacht. So, schauen wir noch mal, ob wir diesmal den Kollegen Bonzo klein bekommen. Da liegt noch irgendwie eine Haxe. Die holen wir uns natürlich. Und ab geht's. Das
Schwert liegt immer noch da. Sieht aber jetzt irgendwie cooler aus. Das könnte ein freundlicher Hinweis. Ich kann ja auch blocken. Ich finde es immer gut, wenn das Programm einem ab einem gewissen Moment den Hinweis gibt: Ey Junge, du kannst blocken. Sind hier aber auch echt ganz schön biestig unterwegs. Hier haben sie einen Apfel verloren, den schnapp ich mir. Oh, einen Haltrang, den schnapp ich mir. Haltrang! Was kommt jetzt? 150 Feinde ausgeschnitten. Sehr fein. So, ich gönne mir jetzt mal einen Haltrang. Und jetzt kann ich mir mein Blut fahren. Jetzt dampfe ich nämlich blau. Und wenn ich blau dampfe, heißt das bestimmt, ich bin total böse, gut und mächtig. Das stört den Bronzo aber nicht, dass ich blau dampfe. Ey, ich dampfe blau. Mal schauen, ob ein Bonzo diesmal klein kriegen. Sieht ja mal nicht ganz so schlecht aus gerade. Jetzt springt er wieder, jetzt hauen wir ab. Man entwickelt dann doch erstaunlicherweise einen Ehrgeiz. Man sagt irgendwie, es macht keinen Spaß, aber irgendwie entwickelt man dann doch Ehrgeiz. Ich geh mal noch mal. Was ist hier das hier eigentlich? Jetzt kriegen wir Bonzo mal klein. Jetzt kriegen wir Bonzo mal klein. So, noch einmal Kopf. Jawohl. Oh, hier, lauter Goodies. So, was haben wir denn hier? Schaden. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Bringt nichts. Und hier haben wir, bringt auch nichts. Doch, das bringt was. Offen. Ah, da kann ich auswählen, welche Hand ich das nehme. Cool, gehen wir weiter. Aber wohin? Ja. Okay. Seht ihr, wo ich hier hinlaufen muss? Ah, da oben geht's weiter. Okay, jetzt haben sie Schiss bekommen. Dann kommt vermutlich jetzt das nächste Level. Und ich habe einen roten Flatsch bekommen. Jetzt kann ich hier wieder Punkte verteilen. Jede Menge sogar. Oh, passt so. Na? Und Monolithwald. Ja, fein, ne? Es gibt 5 Kapitel und da gibt es anscheinend dann jeweils so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Level. Jo, ist ganz okay. Gut, dann kommen wir mal zu unserem Fazit. Ja, was will man jetzt bei 2,50 Euro kritisieren, ne? Das ist auch immer schwierig. Ja, ich weiß es nicht. Mir hat so lala Spaß gemacht. Also auch für 10 Euro ist es, glaube ich, ein ganz okayer Spaß, für mal zwischendurch was zu spielen. Die Spielfreude hat sich bei mir jetzt doch einigermaßen in Grenzen gehalten. Ich fand es jetzt nicht so mega spannend. Mir ist es ein bisschen langweilig geworden. Dann kam der Bonzo, dann hatte man mal wieder so ein bisschen Ehrgeiz.
Die Waffen sieht man, die man hat. Die Rüstung sieht man nicht so wirklich. Zumindest war es mir jetzt hier nicht aufgefallen, dass das sich irgendwie verändert hätte. Ah, wir gehen nochmal in die Stadt. Wir gehen nochmal in die Stadt, Kinders. Ihr müsst jetzt mal mit dem Fazit kurz warten. Ich will mal was ausprobieren. Wir konnten doch in der Stadt noch so eine Rüstung kaufen, die anders aussah als die Rüstung, die da rumlag. Und jetzt will ich mal gucken, ob man dann an dem Charakter auch eine Veränderung sieht. Weil sowas finde ich halt immer schön, wenn man dann auch sieht, was man da für Klamotten hat. Hier gibt es neue Waffen, die man sich holen kann. Okay. So, hier haben wir irgendwas, was wir uns nicht leisten können. Und das holen wir uns jetzt mal. Okay, jetzt habe ich hier diese Rüstung geholt und man sieht nichts. Gut, das war der Versuch gewesen. Man sieht es also nicht so wirklich, welche Rüstung man hat. Ja, mal, ihr habt es gesehen. Es ist ein schöner Spaß für zwischendurch. Wenn es in einem Sale ist für 2,50 Euro, kann man sich das mitnehmen. 10 Euro weiß ich jetzt nicht, ob ich dafür ausgeben würde. Dafür hat es mir einfach nicht so viel Spaß gemacht. Es ist halt auch nicht so ein Sacred, wie ich es mir in meinem Herzen gewünscht hätte. Von daher, es kriegt von mir 2 Fähnchen oder eher doch 2 Fähnchen. Es gibt eher 2 Fähnchen. Ich würde mal sagen, es gibt 2 Fähnchen. Würde ich es empfehlen, für ein Sale ja, für einen Vollpreis eigentlich nicht. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und schaut es euch vielleicht mal an, wenn ihr es im Sale findet. Wie gesagt, 2,50 Euro ist okay, aber richtig voll. Also 10 Euro würde ich nicht ausgeben. Gut, jetzt aber genug. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr mit mir Sacred Citadel geschaut habt. Wenn ihr die Chance habt, schaut euch das Original Sacred an. Das ist mega klasse, super gut. Werden wir hier auch irgendwann mal spielen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.